Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja, Freunde der Nacht, heute werde ich euch mal eine Goldfarm-Methode vorstellen, womit ihr ungefähr 100 Gold in der Stunde machen könnt. Das Video richtet sich an alle Schurken, denn ihr müsst dafür Schurke spielen und ihr braucht dafür auch einen anderen Schurken. Man macht das Ganze quasi mit zwei Schurken in Diamol North. Man macht einen sogenannten Tribute-Run, den kann man tatsächlich nur mit zwei Schurken machen. In dem heutigen Video werden wir uns quasi einen Stream-Ausschnitt von einem sehr guten Schurken anschauen, der das quasi mit einem anderen Schurken gemacht hat. Und die haben damit auf ihrem Server ungefähr 100 Gold die Stunde gemacht. Wie gesagt, das hängt immer ein bisschen von eurer Server-Ökonomie ab, wie viel Gold ihr damit genau macht, auch welche Berufe ihr habt, ob ihr Enchanting habt oder nicht zum Beispiel, hat auch noch einen Einfluss darauf, wie viel Gold ihr damit macht. Das heißt, ich will hier kein Clickbait machen, aber es ist wirklich, wirklich ungefähr 100 Gold in der Stunde. Genau, wir werden uns quasi jetzt das Video genau anschauen. Ich werde genau erzählen, was der Schurke in dem Video macht, was ihr beachten müsst, welche Skillungen ihr dafür haben solltet und welches Gear ihr dafür benötigt. Ich persönlich kann es momentan noch nicht machen, weil ich noch ein bisschen zu wenig Gear habe, aber ich werde sicherlich auch in den nächsten Wochen diese Goldfarm-Methode in meinen Streams auch auf Twitch anwenden. Könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, Link ist unten in der Videobeschreibung erwähnt. Und jetzt geht's aber los mit Diamol Tribute mit zwei Schurken. So, meine Damen und Herren, wir gehen hier mal Diamol North rein, beziehungsweise Düsterbruch Nord. Ihr seht, die beiden Schurken sind hier quasi zu zweit in der Gruppe und werden auch den kompletten Tribute-Run zu zweit absolvieren. Wir gehen hier natürlich direkt in die Schurkenfähigkeit Verstohlenheit, damit sie quasi von den Feinden hier nicht gesehen werden. Und dann springen sie zusätzlich auch noch hier auf diese Erhöhung, damit einfach noch die Chance ein bisschen verringert wird, dass sie gesehen werden. Man kann sogar auch links einfach langschleichen. Aber wie gesagt, so geht man quasi nochmal auf Nummer sicher. Jetzt bei der Gruppe geht man quasi ganz links an der Wand einfach lang. Und hier sollte man darauf achten, dass man an der Stelle hier nicht den Hund, den er gerade distracted, pullt. Denn der kann manchmal ein bisschen weiter links stehen und dann kann man den pullen. Das ist halt nicht so toll. Generell sollte man in der Innie immer darauf achten, dass man auch von den ganzen Hunden in der Innie genug Abstand hält. Weil die eben eine erhöhte Verstohlenheitsentdeckung haben und dementsprechend sollte man von den Hunden ein bisschen weiter entfernt bleiben. So, jetzt öffnet er gerade diese Truhe und da befindet sich im Grunde genommen der Schlüssel drin, den wir gleich brauchen, um durch die nächste Tür durchzukommen, wo er jetzt quasi hingeht. Auch an der Stelle wieder wichtig, ihr seht schon, er hält sich jetzt wieder leicht links von dem Ausgang hier, denn auf der rechten Seite sind auch wieder Hunde und deswegen, von denen wollte er wieder nicht entdeckt werden. Deswegen kann man hier quasi so hochjumpen, wie der eine Schurke das gemacht hat, oder eben sich ganz links halten einfach und dann kann man hier ganz entspannt diese Tür öffnen. So, jetzt wird hier quasi gerade die Tür geöffnet und dann kann man quasi auch weiter in den nächsten Abschnitt. Hier gehen die beiden Schurken auch wieder in Verschohlenheit und schleichen einfach an den Feinden vorbei. Wichtig ist hier noch zu erwähnen, hier sehen wir es auch gerade, hier kommt quasi so ein Auge an und diese Augen patrouillieren auch und haben auch eine relativ hohe Verschohlenheitserkennung. Das heißt, sie können euch auch eventuell aus dem Stealth entdecken. Deswegen ist es auch immer ganz clever, wenn man die eventuell auch, wie an der Stelle jetzt hier, vorher killt, damit die einfach einen nicht entdecken können später. Denn wenn die einen nämlich entdecken und wenn man die zu lange am Leben lässt, dann beschwören die einen Leerwandler oder auch sogar mehrere Leerwandler, die Elite sind und die eventuell schon einen Wipe bedeuten könnten. Und generell kann man auch sagen, der Run an sich ist eigentlich gar nicht so schwierig. Wenn man ihn einmal raus hat, ist es eigentlich nur noch eine reine Konzentrationsaufgabe. Also man muss sich einfach an die Regeln halten und das oberste Gebot ist einfach nicht sterben. Weil jedes Mal, wenn man stirbt, dann bedeutet das quasi, man muss komplett nochmal neu reinrennen. Und alleine der Weg vom Friedhof zu der Innie ist locker 7-8 Minuten, würde ich vermuten. Und dann quasi immer noch die komplette Innie durchrennen. Also man verliert quasi unglaublich viel Gold, wenn man stirbt. Deswegen ist das oberste Gebot bei der ganzen Geschichte, konzentrieren und nicht sterben. So, jetzt sehen wir, wir sind hier quasi an diesen Käfern gerade lang geschlichen und hier auch schon mal, könnt ihr euch schon mal merken, wenn ihr nachher den King-Buff habt und aus der Innie wieder rausrennt, dann werden alle Gegner freundlich, mit Ausnahme von diesen Käfern hier. Also von denen solltet ihr auf jeden Fall euch in Acht halten und dann quasi müsst ihr auch mit dem King-Buff, wenn ihr rausrennt, wieder in Verschwohlenheit hier lang gehen an der Stelle. Genau, jetzt warten die beiden Schurken hier gerade das nächste Auge ab. Das patrouilliert es hier quasi und da gibt es auch eine sehr gute oder eine optimale Stelle, wo man dieses Auge killt. Und da schauen wir uns auch gleich mal an.
An der Stelle ist es wichtig, dass man quasi hier oben auf diese kleine Reling draufjumpt oder sich sehr, sehr weit rechts hält. Das verringert auch nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass man sich im Grunde genommen von den Gegnern links von dieser Erhöhung enttarnen lässt. So, jetzt wollten sie hier gerade schon quasi hochgehen, haben dann aber gemerkt, oh, das Auge kommt zurück. Nee, dann gehen wir lieber auf Nummer sicher und auch absolut die richtige Entscheidung hier. Sie gehen quasi zurück und merkt euch auch diese Stelle, wo er jetzt quasi sich hinstellt und das Auge distracted. Und genau an der Stelle wollt ihr das Auge killen. Denn wenn ihr es zu weit oben macht, dann pullt ihr die Mobs von oben. Und wenn ihr es zu weit unten macht, dann pullt ihr die von unten. Genau. Ich kann schon mal ein bisschen was, wie gesagt, die gehen jetzt hier noch weiter in die rein. Ich sag schon mal ein bisschen was zu den Talenten, die ihr dafür haben solltet. Also die beiden Schurken sind quasi hier Combat Dagger, PvE geskillt. Eine ganz normale PvE-Dagger-Skillung mit dem Dolch. Und die haben natürlich sehr gutes Gear. Klar, da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Allerdings vermute ich, dass es Combat-Schwert-Schurken auch einfach schon mit ein bisschen schlechterem Gear machen können. Ich werde es auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal versuchen. Aber die beiden Kollegen haben halt auch sehr gute Dagger. Die haben beide Perdition's Blade von Ragnaros. Also, wie gesagt, bei denen ist es halt egal, ob die Dagger sind. Aber optimalerweise sollte man auf jeden Fall Schwert-Schurke dafür sein, für die ganze Nummer hier. So. Das ist jetzt nochmal ein wichtiger Punkt. Der eine Schurke ist vorangegangen. Ihr seht gerade, er öffnet gerade die Tür. Er hat quasi den ersten Mob gesappt, den zweiten geblendet und dann die Tür geöffnet. Dann vanisht er. Der andere Schurke kann einfach hier hinter dem Rücken von dem Ogre lang gehen. Und dann sind beide durch die Tür durch, ohne weitere Probleme. Genau, das ist auch mal so ein kleiner tricky Part, mehr oder weniger. Da muss man einfach so ein bisschen Feeling für bekommen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das eigentlich auch relativ flott. Genau, so, jetzt sind die beiden Schurken quasi hier einfach weiter lang geschlichen. Der Captain wird quasi nach links distracted und man hält sich hier wieder ganz rechts quasi und geht letztendlich hier in den großen Raum rein, wo am Ende dann auch der König sein wird. An der Stelle hätte man auch nochmal einen Distract verwenden können, finde ich. Sie haben sich hier dafür entschieden, einfach hier lang zu schleichen. Es ist gut gegangen. Ich hätte jetzt vielleicht an der einen Stelle nur einen Distract verwendet und den anderen eben für den Kapitän hier noch. So, an der Stelle ist auch wichtig, ihr seht, die schleichen hier sehr, sehr weit rechts lang und sind quasi wirklich ja, sehr nah am Rücken von diesem Ogre. Das kommt einfach daher, da links Hunde sind. Und wie gesagt, die Hunde einfach eine unglaublich weite Verstohlenheitsentdeckung haben und das zeigt einfach, wie vorsichtig man mit den Hunden sein sollte. So, jetzt haben die beiden quasi hier das Plateau erreicht und wichtig an der Stelle ist, es gibt hier eine Hunde-Patrol, die werdet ihr gleich noch sehen. Das sind drei Hunde, die quasi in dem Bereich lang patrouillieren, wo wir hier gleich den Endboss killen wollen. Und die Taktik, die beiden anscheinend fahren, ist einfach, die warten, bis die Patrouille quasi einmal hier im Kreis rumgegangen ist. Und dann quasi gerade, da kommt die Patrouille gerade, die drei Hunde. Und genau wenn diese drei Hunde die Plattform hier oben wieder verlassen, dann pullen die den King. Weil sie anscheinend gemerkt haben, dass sie quasi in der Zeit, bevor die Hunde wieder kommen, den König ohne Probleme legen können. Hier seht ihr nochmal die Skillung, die ganz normale Combat Dagger PvE Skillung. Genau, und während wir jetzt quasi hier auf die Hunde warten, bis die einmal rumgegangen sind, möchte ich noch ein bisschen was zu dem Gear von den beiden Kollegen erzählen. Die haben natürlich jetzt hier schon sehr gutes Gear. Ne? Das sind halt Hardcore-Spieler, die jeden Tag extrem viel spielen, sehr gute Spieler in guten Gilden und so weiter. Und wenn ihr gerade Pre-Biz-Gear anhabt, vielleicht noch sehr viele Blues und so weiter, dann könnte es halt eventuell nicht reichen. Man muss aber ganz klar sagen, dass sie natürlich hier auch mit einem Dagger-Spec reingehen und der natürlich suboptimal ist. Ne? Ihr seht schon, ihr werdet gleich sehen, wenn sie den Boss killen werden, sie werden sehr oft Sinister Strike machen, der natürlich mit dem Dagger viel weniger Schaden macht als mit dem Schwert. Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn man vielleicht so zwei, drei Epics schon hat und sehr viele gute blaue Items, dass man das dann auch mit zwei Combat-Schwert-Schurken machen könnte. Also man braucht nicht unbedingt Full Epic dafür sein. Das werde ich aber, wie gesagt, in den nächsten Wochen mal probieren. So, ihr seht, die drei Hunde wurden markiert, verlassen das Plateau hier wieder und jetzt wird quasi gleich gepullt. Er hatte ja auch sich so ein Makro geschrieben, was er immer einmal drückt, damit er quasi auch keine Fähigkeit
vergisst, die am Ende direkt anmachen möchte. Ihr könnt euch das Makro, wie gesagt, auch kopieren. Einfach Video anhalten an der Stelle. Und dann quasi, das drückt er kurz nachdem er gepullt hat. Dann hat er, glaube ich, direkt Evasion gezündet, eine Free Action Potion. Genau. Ja, was passiert hier eigentlich gerade? Im Grunde genommen ziehen beide Schurken alle ihre Cooldowns, die sie haben, und ballern so viel rein, wie sie können. Ihr seht, Adrenalinrausch ist an, Klingenwirbel ist an, die Barrels, Piesen sind noch da, die machen auch nochmal Schaden. Und im Grunde genommen wird hier das Add umgeklatscht. Also der, nicht der King wird zuerst fokussiert, sondern immer das Add. So, das wird quasi down gecleaved. Ihr seht, das ist jetzt hier gestorben an der Stelle. Und auch sehr wichtig, sie haben eben beide eine Free Action Potion angehabt, die läuft gerade oben rechts aus, seht ihr noch. Das ist während dieser ersten Phase sehr wichtig, weil der King nämlich einen AOE-Stun hat, der beide komplett stunnen würde, und wenn man dann Pech hat, würde man quasi direkt mehrere Hits von ihm abbekommen und dann direkt sterben. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Free Action Potions, um diese Runs lukrativ und effektiv zu absolvieren. So, und was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, als eben quasi das Add umgeklieft wurde, hat erst der eine Schurke getankt, und als er dann quasi sein Evasion ausgelaufen ist, ist er gevanished, und dann hat der andere Schurke mit Evasion getankt. Also man wechselt sich im Grunde genommen ab. Erst tankt der erste Schurke mit Evasion und dann der zweite Schurke, und dann ist das Add meistens genau down. Und ihr seht schon, die Taktik, die besteht dann im Grunde genommen darin, dass der eine Schurke, der Aggro hat, den König hier immer hin und her kitet, und der andere Schurke quasi oben stehen bleibt und immer versucht, den König zu hitten, wenn er quasi in Range ist. Und da muss man auf jeden Fall ein bisschen Gefühl für bekommen, auf jeden Fall auch am Anfang im Voice sein, sich so ein bisschen absprechen, wer gerade Aggro hat, wer vanishen kann, um damit quasi die Aggro zu resetten. Und ja, ihr seht schon, letztendlich ist es halt immer die gleiche Taktik hier. Der eine Schurke kitet den König, während der andere von oben Schaden macht. Und ihr seht schon, das ist halt auch in so einem, ja, ein bisschen hin und her hier. Dann wird der eine mal runtergekickt, ist auch ein bisschen RNG. Aber man hat immer wieder Zeit, sich zu verbinden. Und das ist eigentlich eine relativ stabile Geschichte. Also die beiden Schurken haben auch schon öfter erwähnt, dass es eigentlich auch eine sehr risikoarme Fahrmethode ist letztendlich, wenn man sich an die Regeln hält und wenn man halt wirklich auf seine Cooldowns achtet. Und genau, es dauert jetzt quasi hier noch ein bisschen und dann ist der König down. Sie haben jetzt, glaube ich, für den Run overall um die 17 Minuten gebraucht. Werden wir am Ende dann sehen, quasi bis zu dem Punkt, wo sie den Dungeon am Ende wieder verlassen. Aber das werden wir uns gleich noch anschauen. Ich würde vermuten, wenn die beiden Kollegen hier richtig gutes Gear haben in ein paar Monaten, dass sie dann so einen Run bestimmt in, ja, 12, 11 Minuten machen können. Und das ist halt auf jeden Fall echt eine Ansage, ne? Leider kann ich jetzt hier quasi nicht genau sehen, was alles gedroppt ist. Allerdings kann ich euch sagen, dass in der Truhe sehr viele blaue Items drin sind, einige grüne Items, Heiltränke, Mana-Tränke oft, also große Heil- und Mana-Tränke, die für mehrere Gold im AHA weggehen. Und hier auch eine ganz wichtige Geschichte: Bevor er sich den King's Buff holt und bevor der Tribut beschworen wird, muss einer der beiden Schurken immer diesen Captain hier ansprechen. Der rennt dann so weg und macht irgendeinen Kack. Und das Lustige an der Geschichte ist auch, die Mobs, wo er hier gerade durchrennt, und auch die Hunde, wenn er die jetzt in Target nehmen würde, die wären noch rot, also die sind noch quasi aggro eigentlich, greifen einen aber komischerweise nicht an. Und man weiß noch nicht genau, ob es ein Bug ist oder nicht, aber ihr könnt es quasi einfach machen. Ihr könnt an denen vorbeigehen, ohne dass sie euch angreifen. Also eine sehr komische Geschichte, aber es funktioniert auf jeden Fall. Denn wenn man das nämlich macht und jetzt erst diese Kiste da beschwört, also den Tribut beschwört, da muss man dann das Add anklicken, beziehungsweise, nee, da ist quasi ein Add dann noch reingelaufen gekommen, dieser kleine Ogre da, den muss man dann anklicken und sagen, ich möchte den Tribut haben, und dann wird quasi diese Truhe beschworen. So. Und das muss man quasi davor machen, und dann hat diese Truhe ein Item mehr, wenn er diesen Captain anspricht, den er da eben angesprochen hat. Das heißt, es ist ganz wichtig, das immer machen, auch bevor ihr euch den King's Buff holt. Und genau, jetzt hat er sich quasi den King's Buff geholt. Ihr seht oben rechts in der Ecke ist diese kleine Krone, die so rot umrandet ist, neben der Minimap. Das ist der King's Buff, der Buff vom König, der euch quasi zum neuen König von Diamol macht, so eine Art, das ist die Geschichte dahinter. Und ihr seht schon, jetzt greifen euch auch alle anderen Mobs in der Instanz nicht mehr an. Ihr könnt dann jetzt quasi ganz in Ruhe zurückrennen und euch von den einzelnen Wachen, die ihr eben nicht gekillt habt,
sondern am Leben gelassen habt, die Buffs holen. Und die Buffs hat er jetzt oben rechts schon. Und ihr seht quasi, dass die gehen 2 Stunden. Das sind quasi die 3 linken Buffs, die ganz links sind. Das ist einmal, ich glaube, 5 oder 10% Crit-Chance auf Spells, aber nur, glaube ich. Dann 200 ATP, was ist sehr stark für Melees. Und 15% mehr Ausdauer, was auch sehr stark ist. Und natürlich, wenn ihr diesen Run hier einmal erfolgreich gemacht habt und dann nicht mehr sterbt, dann sind die darauffolgenden Runs auch immer leichter, weil ihr eben jedes Mal 15% mehr Ausdauer und 200 ATP mehr habt, ne? Was natürlich ein unglaublich starker Buff ist auch. Das heißt, es wird quasi belohnt, wenn man nicht stirbt und wenn man den Run einmal geschafft hat, dann sind alle quasi nachfolgenden Runs viel, viel leichter, weil ihr euch beim Hinausgehen immer wieder die Buffs holen könnt. Er macht das in dem Fall nicht mehr, weil die Buffs bei ihm alle noch 2 Stunden gehen und er die quasi erst im vorherigen Run sich geholt hat. Normalerweise könnt ihr seht das gleich kurz, kann er dann diese Wache, die da gleich von rechts reingelaufen kommt, seht ihr gleich, da kommt sie jetzt quasi hoch. Guard Fengus ist, glaube ich. Und ihr seht schon, wenn er da mit der Maus drüber ist, dann könnte er sie quasi ansprechen. Jetzt sehen wir es und sich quasi den Buff von der Wache holen. Da gibt es halt 3 Wachen in der Ini und ihr könnt euch quasi 3 Buffs holen. Und was ich auch noch anmerken möchte, wenn er an dieser Weggabelung hier quasi links abbiegen würde, dann könnte er quasi zu einem Händler noch gehen und in der Ini auch noch verkaufen. Ja, das heißt, wenn ihr mal so viel Sachen im Inventar habt oder eure Blues und so weiter direkt verkaufen wollt, wenn ihr kein Enchanting habt, dann könnt ihr quasi direkt in der Ini verkaufen, was auch nochmal ein richtig krasser Push ist einfach. Was man auch noch erwähnen sollte, wenn ihr die, wenn ihr den Beruf Verzaubern habt, macht ihr wahrscheinlich auch nochmal etwas mehr Gold, weil es am Ende einige blaue Items gibt, die beim Händler ja nur so 1-2 Gold geben. Den Schad wiederum, den ihr von dem Item durch Entzaubern bekommen könntet, ist meistens immer so 3-4 Gold wert. Das heißt, da könntet ihr dann auch nochmal mehr Gold machen, wenn ihr Verzaubern geskillt habt. Wir haben ungefähr 17 Minuten gebraucht, von dem Punkt, wo sie gestartet sind und zu dem Punkt, wo sie quasi die Inni wieder verlassen haben. Das heißt, ihr kommt hier auch nicht ans Inni-Cap oder so. Ich bin jetzt nicht genau drauf eingegangen, wie viel Gold man damit machen kann, beziehungsweise welche Items alle droppen. Das wird dann quasi in einem weiteren Video nochmal kommen, wo ich quasi das dann selber machen werde und dann wirklich euch auch richtig genaue Daten nochmal geben kann, wie viel Gold man damit machen kann. An der Stelle verlasse ich mich einfach auf seine Angaben von diesem Schurken hier. Und mal Shoutout an LMGD, ein sehr guter Schurke. Er hat einfach gesagt, das sind ungefähr 100 Gold pro Stunde, also für jeden Schurken, wohlgemerkt, ne? Und ja, die beiden Kollegen machen jetzt hier quasi weiter mit ihrem nächsten Run. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Run sind, ob ihr es auch schon mal ausprobiert habt. Und genau, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, ciao.